unser Thema heute ist LinkedIn als Unternehmensseite, als Company Page, wie Sie das für Ihr Unternehmen nutzen können. Und wir haben ein paar Ziele dieses Web-Tutorials kurz zusammengefasst, mit denen Sie heute hier aus diesem Web-Tutorial gehen sollten. Also Ziel 1 ist, falls Sie noch keine Company Page oder Unternehmensseite haben sollten, dann sollten Sie nach diesem Workshop wissen, ob das für Ihr Unternehmen Sinn macht. Im Zweifel finden Sie aber auch die ein oder andere, falls Sie schon eine Company Page haben, das ein oder andere Argument dafür, warum Sie dann noch ein bisschen mehr Zeit rein investieren sollten oder im Zweifel auch zukünftig auch noch ein bisschen Geld rein investieren sollten. Das zweite Takeaway, was wir Ihnen dann mitgeben wollen, ist, dass Sie erfahren, worauf Sie denn achten müssen, wenn Sie eine Company Page haben, wenn Sie sie erstellen, was da die Kniffe sind. Und zum Letzten haben wir dann noch einige Tricks zusammengesucht, die wir Ihnen mitgeben wollen, wie Sie Ihre Company Page oder Ihre Unternehmensseite dann optimieren können. Genau, dann übernehme ich gerne. Wir wollten ganz kurz einleiten, weil auch nicht jeder weiß, wie stark LinkedIn sich mittlerweile entwickelt hat. Wir haben immer noch, auch wir als Agentur natürlich, häufig die Frage, ist nicht Xing für mich besser? Wir haben hier mal ein paar Zahlen mitgebracht, ganz aktuell von LinkedIn. Die müssten dieses Quartal aktualisiert worden sein. Europa ist der drittstärkste Markt für LinkedIn. Der stärkste Markt ist die APEC-Region, also Asia-Pacific, aber Europa auch noch stärker als die USA. Und hier der Dachraum, der drittstärkste Markt mit über 16 Millionen Mitgliedern. Das ist ungefähr auf dem gleichen Level, das Xing auch hat. Wir sehen aber, und das sehen wir im nächsten Slide, dass die Mitgliederentwicklung bei Xing, hier haben die netten Kollegen von der OMR, das heißt, wer auch gerne noch weiteren Input hat, die Online-Marketing-Rockstars haben immer sehr, sehr viel an Input da. Sehen wir hier ganz klar, dass die Mitgliederentwicklung bei LinkedIn extrem stark ist, extrem nach oben geht und auch da weitergeht. LinkedIn hat einen großen Vorteil, den wir sehen, das ist vor allem jetzt auch durch das Homeoffice geschuldet, die Internationalität. Xing hat sich irgendwann 2012 darauf konzentriert, nur noch den Dachraum zu bespielen, aber nun mal auch vor allem große Firmen. Das sieht man hier. Wir haben bei LinkedIn 37% der Unternehmen sind über, 37% der Mitglieder sind bei Unternehmen mit über 5.000 Mitarbeitern, 15% bei 1.000, 1 bis 5.000. Xing ist eher klein. Und wie ich gerade sagte, vor allem in der Internationalität, wenn wir auf Unternehmen, ganz gutes Beispiel, wo wir jetzt gerade da sind, die Deutsche Telekom, international unterwegs, internationale Mitarbeiter. Und hier sehen wir einfach eine große Stärke von LinkedIn, dass man sich international vernetzen kann. Ich kenne es von mir selber, ein sehr großer Pool meiner Kontakte ist nicht aus Deutschland oder kommt auch aus anderen Ländern außerhalb der Dachregion. Genau. LinkedIn entwickelt sich aber natürlich auch, ich bleibe noch mal ganz kurz bei der Mitgliederverteilung. LinkedIn entwickelt sich stark auch im Mittelstand. Das heißt, auch bei Unternehmen von 50 bis 500 sind die Wachstumsraten extrem hoch. Klar, internationale Unternehmen sind bereits vertreten, aber das große Wachstum ist vor allem aus dem kleineren Segment. Genau. Was wir an LinkedIn so besonders gut finden, ist, dass, das hat ja auch zu dem Wachstum beigetragen, dass die immer wieder mit neuen Themen und mit neuen Angeboten, mit neuen Lösungen um die Ecke kommen. Das ist ein extremer Treiber für LinkedIn. Und diese Vielfältigkeit zeigt sich auch in den Zielen, die Sie mit LinkedIn erreichen können. Also das, weshalb Sie wahrscheinlich auch jetzt hier sind, weshalb Sie sich über eine Company-Page Gedanken machen oder Sie ja vielleicht auch schon eingerichtet haben, ist, dass Sie halt eben Ihren Vertrieb oder Ihr New Business ankurbeln wollen. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Element von LinkedIn, wo halt viel passiert. Aber es gibt eben auch noch andere Ziele, die Sie damit erreichen können. Also nehmen wir das Thema Recruiting oder Employer Branding. Also auch da ist LinkedIn mittlerweile sehr, sehr stark und ich weiß nicht, wie stark das bei Ihnen ausgeprägt ist, Fachkräftemangel, aber vermutlich auch sehr. Und selbst wenn es im Moment nicht aktuelles Thema ist, kann es ja das Thema in den nächsten Jahren werden. Und dann sind Sie mit dieser Plattform eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, wenn Sie da schon was vorbereiten, um dann gut in dieses Thema reinstarten zu können, falls das dann halt eben für Sie auch nochmal wichtig wird. Und
zu guter Letzt auch ein Punkt, über den wir jetzt halt eben auch in den nächsten Minuten und auch in den nächsten Workshops oder Web-Tutorials reden, das Thema einfach Kommunikation und Lead-Generierung. Also das sind alles Möglichkeiten, die Sie mit LinkedIn haben, aber eben nicht nur, was die Ziele angeht, sondern tatsächlich auch, was die Tools angeht, die da angeboten werden. Also die meisten von Ihnen kennen auf alle Fälle LinkedIn als ganz klassisches Business-Netzwerk, wo man sich mit Kontakten vernetzt, die man irgendwann mal im echten Leben vielleicht getroffen hat oder die man, mit denen man per Mail geschrieben hat. Und gleichzeitig aber auch mittlerweile eine News-Plattform, wo man sehr, sehr viel aktuellen Content von Branchenmitgliedern mitlesen kann oder eben auch kuratierten Content von der eigenen Redaktion, die LinkedIn mittlerweile hat. Worüber wir aber heute vor allem reden wollen, ist über LinkedIn in seiner Funktion eben als Kommunikations-, Marketing- und Vertriebstool. Und es gibt aber eben auch noch ziemlich viele andere Tools, die LinkedIn anbietet. Also Punkt Weiterbildung. LinkedIn hat mit LinkedIn Learning eine Plattform geschaffen, die, glaube ich, über 16.000 Seminare mittlerweile anbieten, Online-Seminare anbieten zu den verschiedensten Themen. Und das Besondere ist ja dabei auch, dass LinkedIn bei so einem Tool wirklich auf die eigenen Stärken zurückgreift. So, also in dem Fall checkt LinkedIn einfach über die ganzen Daten, die sie über ihre Mitglieder haben, welche Themen, welche Skills sind irgendwie gerade aktuell und sucht eben genau für diese Skills und Herausforderungen und Unternehmensprofile die passenden Seminare zusammen oder erstellt diese Seminare, damit man halt immer up to date und auf der Zeit ist und nicht einfach nur ein Online-Lernangebot macht. Oder das Thema Recruiting, also vielleicht für Sie jetzt noch nicht so interessant, aber für größere Unternehmen schon ein ganz wichtiges Thema, dass Sie eben über die Daten, die LinkedIn hat, die Business-Daten, super Insights für Unternehmen zusammenstellen kann und auch Kontaktmöglichkeiten bieten kann zu interessanten Young Professionals oder Absolventen, die halt gut ins Unternehmen passen könnten. Und nächster Punkt, der gerade sehr gepusht wird von LinkedIn, ist, dass sie eine eigene Events-Plattform anbieten, wo man theoretisch nicht nur, was jetzt, glaube ich, schon bei vielen, auch von einigen genutzt wird, dass sie da halt einfach Event-Einladungen drüber verschicken, aber dass dann halt einfach auch Live-Events stattfinden können und so weiter. Also, dass man ein Online-Event direkt über LinkedIn laufen lassen kann und da natürlich auf alles zurückgreifen kann, was LinkedIn bietet, nämlich Zugriff auf Daten und auf Kontakte von Menschen, die interessant sein könnten für Ihren Event. Also die Möglichkeiten sind wirklich sehr, sehr groß. Und insofern möchten wir Ihnen einfach ans Herz legen, sich darüber Gedanken zu machen, so eine Company-Page oder eine Unternehmensseite zu erstellen. Gut, springen wir dann genau mal in das Thema rein und machen mal ein paar Basics, beziehungsweise auch schon gehen wir dann halt gleich ins Detail, was die Erstellung von so einer Unternehmensseite angeht. Ich gehe davon aus, dass alle, die jetzt hier zuhören und zuschauen, selbst ein persönliches Profil auf LinkedIn haben, so wie der Tim Höttges, der Telekom-Chef, das ja auch hat. Und wir sprechen jetzt aber über eine Company-Page, Unternehmensseite. Und das ist eben nicht dasselbe. Und das ist halt vielleicht auch wichtig für den einen oder anderen, dass man da nicht mit falschen Erwartungen rangeht, weil zum Beispiel kann man mit einer Company-Page, die natürlich auch ein bisschen anders aufgebaut ist, das gehen wir aber gleich drauf ein, aber mit einer Company-Page kann man nicht anderen Company-Pages folgen, so wie man das jetzt halt auf seinem privaten Profil tun kann. Und man kann auch nicht einfach in andere Beiträge reinklicken und sich dann halt da bemerkbar machen, indem man halt liked oder kommentiert. Also das geht mit einer Company-Page nicht und man kann denen auch nicht folgen. Insofern gibt oder beziehungsweise hier vielleicht so ein kleiner Cliffhanger zur nächsten Session, deswegen das kleine Sternchen beim Liken und Kommentieren. Es gibt einen kleinen Umweg, wie man das trotzdem schaffen kann, um vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber das ist kein offizieller LinkedIn-Weg, den geben wir Ihnen aber trotzdem morgen mal mit an die Hand, weil der, glaube ich, ganz interessant sein dürfte. Und umgekehrt ist aber wieder so, wenn Sie ein persönliches Profil haben, dann können Sie beispielsweise sowas wie Werbung schalten und so weiter oder Beiträge boosten. Das geht mit einem persönlichen Profil wiederum nicht. Also das heißt, da gibt es definitiv Unterschiede zwischen dem persönlichen Profil und der Unternehmensseite. Es gibt aber eben nicht nur diese Company-Page und Unternehmensseite. Wir haben hier auf der linken Seite mal als Beispiel die LinkedIn-Unternehmensseite,
sondern es gibt eben noch so Unterformen von Seiten und auf die würden wir auch ganz kurz eingehen, damit Sie da schon mal einen Blick haben, drauf haben oder auch ein Verständnis dafür haben. Also wenn Sie da auf der rechten Seite sehen Sie immer diesen Punkt verbundene Seiten und da liegen oder da sind vermerkt sogenannte Fokusseiten, sage ich Ihnen auch gleich, was darunter zu verstehen ist, aber eben auch ganz klassisch, so nennt das LinkedIn dann auch verbundene Seiten im Sinne von Tochtergesellschaften oder Muttergesellschaften. Also hier bei LinkedIn, wenn man dann unten auf alle verbundenen Seiten klickt, um sich alle anzeigen zu lassen, da wird man dann wahrscheinlich auch Microsoft als Muttergesellschaft von LinkedIn finden. Dann gibt es die Karriereseiten. Die findet man, wenn man die aktiviert, die kosten auch ein bisschen Geld, unter dem Punkt Unternehmenskultur. Und Punkt 3 sind, das ist relativ neu, beziehungsweise auch begrenzt auf bestimmte Branchen, die das nutzen dürfen. Also ich glaube, die Softwareindustrie, Softwarebranche, die dürfen das oder Telekommunikation dürfen das, aber bestimmte andere Branchen dürfen das noch nicht. Aber jedenfalls gibt es die Möglichkeit, sogenannte Produktseiten zu erstellen. Die werden dann hier unten im Feed angezeigt. Was bedeutet das ganz genau? Also eine Fokusseite ist eigentlich aufgebaut wie eine Unternehmensseite. Das sieht man ja an dem Beispiel rechts, dass das so ähnlich aussieht wie eine klassische Unternehmensseite mit Titelbild und Logo und einem Slogan unten drunter und Infos und so weiter. Man kann da auch fast alle Sachen machen, die man mit einer normalen Unternehmensseite auch machen kann. Was aber nicht geht, ist zum Beispiel sowas wie dann da noch eine Karriereseite drunter zu hängen oder dass, wenn Sie jetzt halt Stellenausschreibungen machen, dass die dann halt dem Unternehmen zugeordnet werden oder dass Mitarbeiter dieser Fokusseite zuordnen können, so wie das ja bei Unternehmensseiten der Fall ist. Wenn man da seinen Lebenslauf einträgt, kann man dann halt in dem Fall zum Beispiel LinkedIn als Arbeitgeber auswählen, dann wird man gleich zugeordnet. Vielleicht noch als Ergänzung, Björn, dazu zum Anwendungsfall dieser Fokusseiten. Natürlich habe ich meine Unternehmensseite, aber hier steht es auch ganz gut, dass man eine Geschäftseinheit, aber auch Initiativen oder bestimmte Produkte nochmal in Fokus stellen kann. Dafür ist das Ganze da. Es gibt Beispiele wie zum Beispiel Deutsche Telekom Business ist eine Fokusseite der Deutschen Telekom. Aber hier zum Beispiel LinkedIn stellt das Produkt Sales Solution, also das gesamte Vertriebsprogramm von LinkedIn als Fokusseite dar, um hier Follower dafür zu gewinnen, weil man mit einer Fokusseite und das kann man auch mit der Unternehmensseite seine Follower ausspielen kann und hier den Content konzentrierter für eventuell bestimmte Produkte oder Initiativen oder Einheiten konzentrierter ausspielen kann und auf die richtige Zielgruppe ausspielen kann. Das ist vor allem dann interessant, wenn man mehrere Zielgruppen innerhalb eines Unternehmens hat, die man mit verschiedenen Contentstücken anspielen möchte. Genau. Also genau, das ist der richtige Anwendungsfall. Also in Ihrem Beispiel, wenn Sie jetzt sehr unterschiedliche Zielgruppen ansprechen mit Ihrem Unternehmen, weil Sie eine ganz spezielle Dienstleistung noch nebendran haben, die gar nicht eigentlich zu dem passt, was Sie sonst so tun, dann bietet es sich an, da eine Fokusseite dazu zu machen, weil das Problem natürlich ist, Ihre Community dann oder Ihre Follower, die werden natürlich Ihnen nicht mehr so folgen und nicht mehr so mit Ihnen interagieren, wenn zwei von drei Posts überhaupt nichts damit zu tun haben, weshalb sie eigentlich Ihnen folgen, warum Sie miteinander in Kontakt stehen. Und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, wir haben hier eine ganz spezielle Zielgruppe nochmal, die sich von unserer eigentlichen Zielgruppe unterscheidet. Und denen widmen wir jetzt eine eigene Fokusseite, die wir dann halt inhaltlich auch genau auf das Thema hin betreuen und da die Community entsprechend aufbauen. Genau. Bei einer Karriereseite, das ist halt eigentlich so eine ganz klassische Employer Branding Page, würde ich jetzt mal sagen. Also wie gesagt, da müssen Sie halt auch ein paar tausend Euro investieren, wenn Sie das integrieren wollen. Aber dann haben Sie da halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die sind jetzt halt hier auch mal aufgeführt auf der linken Seite, wie Sie dann halt Ihr Unternehmen und Ihr Karriereportal, was Sie vielleicht auf der Webseite haben, auch auf LinkedIn übertragen können. Also mit klassischen Text-, Bild-, Video-Elementen, die Sie da einbauen, bis hin zu Dingen, die sich wiederum aus LinkedIn direkt generieren, weil dann halt beispielsweise Mitarbeiterperspektiven oder Empfehlungen von Mitarbeitern direkt in dieses Fenster mit reinlaufen oder in diesen Menüpunkt mit reinlaufen. Und auch für den Besucher dann zum Beispiel passende Jobangebote auf deren Profil angezeigt werden. Also das ist dann halt auch noch so ein Vorteil von der Unternehmens,
Kultur- bzw. Karriere-Seite. Und die Produktseite ist dann halt eben, wie gesagt, so ein bisschen was Neueres, was auch nicht für alle zugänglich ist, aber vielleicht für Sie wirklich interessant sein könnte. Die sieht dann halt schon ein ganzes Tick anders aus. Das sieht man auch oben die Sternchen, was ein ganz spezieller Punkt ist, der eben nur da geht, nämlich dass man die Produkte, die man dann da vorstellt, also beispielsweise eine ganz spezielle Softwareanwendung, die Sie da vorstellen können, die können auch bewertet werden von Nutzern. Und dann haben Sie da so ein klassisches Tool, was man, keine Ahnung, von Amazon und Co. kennt, wo dann Nutzer die Produkte bewerten und man einen gleichen Einblick hat, ob das jetzt ein gutes Software-Tool ist oder eben kein gutes Software-Tool ist. Genau. Und Sie können auch Company-Pages da verlinken, die halt Ihr Produkt zum Beispiel nutzen, um da darauf hinzuweisen, wer schon auf Ihre Dienstleistungen oder auf Ihre Produkte vertraut. Also da gibt es noch ein paar spezielle Unterformen, die wir jetzt mal so im Groben dargestellt haben, aber wir fokussieren uns jetzt ganz und gar auf die Unternehmensseite. Und da haben wir jetzt mal als Beispiel auf der linken Seite die LinkedIn-Seite von der Deutschen Telekom, die schon ja zum Glück und natürlich selbstverständlich sehr vorbildlich schon mal erstellt worden ist. Aber ich gehe mal auf die einzelnen Elemente ein, die Sie da sehen und was Sie da falsch oder richtig machen können. Also ganz klassisch, logischerweise müssen Sie da halt irgendwie Ihr Logo einbinden. Da gibt es halt eine klare Vorgabe, wie groß das sein kann. Da können Sie jetzt nicht so wahnsinnig viel falsch oder richtig machen. Natürlich sollte das entsprechend so dargestellt sein, im Idealfall, dass es halt in so ein Quadrat passt. Also bei langgezogenen Logos manchmal ein bisschen schwierig, weil es dann halt auch wieder sehr klein wird. Da müssen Sie dann halt mal schauen, ob Sie da noch eine Alternative haben. Aber Gestaltungsspielraum ist da relativ klein. Bei dem Header-Bild, was Sie oben sehen, ist der Gestaltungsspielraum wiederum ziemlich groß, auch wenn Sie da eingeschränkt sind durch diese sehr, sehr Panorama-Optik. Aber da können Sie tatsächlich ein bisschen mehr machen, als einfach nur ein nettes Bild in den Hintergrund zu setzen, was vielleicht der erste Weg gewesen wäre, den Sie so tun können. Weil da drin können Sie halt eben auch schon gleich Botschaften verstecken, so wie die Telekom das jetzt hier in dem Fall auch tut. Das heißt Textelemente zu Ihrem Unternehmen, weil das natürlich sofort ins Auge fällt, visuell viel mehr als zum Beispiel auf den Punkt, auf den wir dann später noch kommen, auf den Slogan, der unter dem Firmennamen steht. Da hat man sozusagen nicht sofort den Blick drauf. Bedeutet, wenn Sie da ein Headerbild machen, dann empfehlen wir schon, dass Sie da halt auch vielleicht irgendwie eine Botschaft und einen Text schon mit reinnehmen. Da müssen Sie dann halt nur ein bisschen aufpassen, dass der nicht rechts oder links am Rand steht. Links am Rand würde bedeuten, das eigene Logo wird den Text überdecken und überhaupt am Rand bedeutet, dass bei bestimmten Ausspielungen auch weggeschnitten werden kann. Und insofern Text dann gerne in die Mitte. Und es bietet sich auch an, wenn Sie das halt eben visuell auch ganz gut lösen können, wenn Sie da halt eine Möglichkeit haben, was zu erstellen zu lassen, dass Sie auch das Headerbild ab und zu mal anpassen. Also da kann man auch sich mal an irgendwelche bestimmten Tage der Diversität, wenn das für Sie ein wichtiges Thema ist, aber dass Sie dann halt ein Regenbogenmotiv da haben oder auch das Logo entsprechend mal anpassen, wenn da halt ein großes Thema gerade durch die Gesellschaft geht. Das Bild zu wechseln ist ganz clever, muss man jetzt nicht alle zwei Wochen machen, aber so ab und zu mal frischt das die ganze Sache ganz gut auf. Genau, dann kommt der sogenannte Slogan, da haben Sie 120 Zeichen, also nicht viel Platz. Das ist der Text, der direkt unter dem Firmennamen steht, also in dem Fall Deutsche Telekom. Da müssen Sie halt auch so ein bisschen entscheiden, machen Sie es so wie die Telekom, die natürlich als Marke schon wahnsinnig bekannt ist und da eher so ein leichter Marketing-Text drunter steht, also wo so ein bisschen die Passion drin steht und die Vision des Unternehmens drin steht oder ein aktuelles Thema. Unternehmen, die halt vielleicht noch nicht so bekannt sind, würde ich empfehlen, dass Sie da den Slogan eher nutzen, dass Sie das Problem beschreiben, kurz, was Sie für Ihren Kunden lösen und was Ihr USP ist und weniger, dass Sie da halt auf der Ebene arbeiten, wie das jetzt hier die Deutsche Telekom macht. Dann gibt es die Infobox. Da haben Sie ein bisschen mehr Platz zum Schreiben. Da kommen klassisch solche Sachen hin. Was ist Ihre Vision? Was sind Ihre Werte? Wie positionieren Sie sich im Markt? Was sind Ihre Produkte und Services? Das können Sie da alles reinpacken. Man muss jetzt vielleicht die 2000 Zeichen auch nicht ganz ausnutzen,
Ehrlicherweise liest das dann doch nicht jeder. Wichtig ist, dass die wichtigsten Punkte gleich oben in den ersten zwei Sätzen stehen, weil das sehen Sie jetzt auch hier bei dem Telekom-Beispiel. Der Text wird erstmal abgeschnitten, man muss auf mehr klicken, um den Rest lesen zu können. Wenn Sie also hier erstmal mit einem blumigen Intro anfangen, dann geht Ihnen relativ viel verloren, wenn die wichtigen Themen erst später kommen. Also das heißt, die Kernaussagen gleich am besten oben in den Infotext dazu. Dann bei den Unternehmensinfos, da können Sie jetzt halt eben nicht viel anders machen als das, was halt eben ja, der Wahrheit wahrscheinlich entspricht. Also das heißt Mitarbeiterzahl angeben und so weiter, Gründungsdatum, den Ort, wo Sie angesiedelt sind und so weiter. Sie können, also LinkedIn schlägt Ihnen eine URL vor, die können Sie anpassen und die sollten Sie natürlich auch anpassen, sodass sie halt eben Ihrem Firmennamen entspricht, damit Sie die halt auch gut kommunizieren können. Und Sie können einen sogenannten Call-to-Action-Button festlegen. Da gibt es verschiedene Varianten. In der Regel wird das darauf hinauslaufen, so wie hier bei der Telekom, dass das dann halt zur Webseite einfach führt. Also das ist dieses Mehr erfahren im Bild. Und da gibt es aber verschiedene Optionen, die Sie sich dann aussuchen können. Und Sie müssen sogenannte Hashtags festlegen, drei Stück an der Zahl. Da fragen viele, warum und was soll das sein? Was sollen wir da machen? Der Hintergrund ist, dass Ihnen, also erstens ordnet LinkedIn Sie dann entsprechende Hashtags nochmal ein bisschen ein als Firma. Gleichzeitig kriegen Sie aber immer wieder mal zwischenzeitlich Beiträge, die halt zu dem Thema, also zu dem Hashtag gerade trending sind, also angesagt sind und viel kommentiert werden, kriegen Sie dann Hinweise und dürfen ausnahmsweise als Company, obwohl Sie nicht markiert worden sind, unter diesem Beitrag an der Diskussion teilnehmen. Also dafür eignet sich das schon, hat aber noch einen anderen wichtigen Grund, warum Sie das nicht einfach wegklicken sollten, weil Sie es uninteressant finden. Komme ich jetzt nämlich gleich, weil wenn Sie das alles gemacht haben, haben Sie diesen Balken auf Ihrem Bildschirm, nämlich dass halt bis auf einen Punkt Ihr Profil komplett eingerichtet ist. Ihnen fehlt dann halt eben noch der erste Beitrag, dann ist das halt komplett und das ist wichtig. Deswegen sind auch die anderen Punkte obendrauf wichtig, dass Sie sich da was einfallen lassen und was tun, weil LinkedIn sagt, wenn eine Page komplett erstellt ist und komplett ausgefüllt ist und alle Infos da sind, dann wird der Algorithmus die Themen, die da gespielt werden, auch häufiger anzeigen, als wenn da bestimmte Elemente fehlen. Also insofern wäre es wirklich wichtig, dass Sie Ihre Unternehmensseite vollständig ausfüllen und so nichts, also keine Reichweite dadurch einbüßen, dass Sie das eben beispielsweise nicht tun, weil Sie halt sagen, Hashtags sind für mich uninteressant, die ich dahinter lege. Genau. Und wo wir gerade bei diesen Tipps und Themen zur Unternehmensseite sind, kommen wir dann auch gleich jetzt zu unseren 10 kleinen Hacks und Tipps, die wir Ihnen noch mitgeben wollen, wie Sie Ihre Company Page richtig gut zum Laufen bringen. Ja, wir haben es mal Hacks genannt, das sind eher Tipps und Tricks, aber Marketing-Buzzwords ziehen immer. Nein, also es sind manchmal jetzt, es können banale Sachen sein, wo Sie denken, okay, das ist ja vielleicht, sollte jeder dran denken. Wir sehen aber häufig jetzt bei diesen Top 10, die wir Ihnen kurz vorstellen, dass einfach auch nicht daran gedacht wird und daher sollte man sowas immer im Hinterkopf behalten, wenn man seine Unternehmensseite erstellt. Das heißt, gerne mit Nummer 1 anfangen. Das ist nicht nur bei LinkedIn relevant, sondern auch bei allen sozialen Netzwerken. Denken Sie an Suchmaschinenoptimierung. Die Seiten, das heißt auch Ihre Unternehmensseite, ist bei Google zu finden und auch zu finden unter bestimmten Keywords, die hier zum Beispiel im Infotext drin sind. Das heißt, ganz klassisch, wenn Sie jemanden im Marketing haben, dann gerne eine Keyword-Analyse machen, unter welchen Begriffen Sie gefunden werden möchten. Ihr LinkedIn-Seite ist wie Ihre Webseite ein Aushängeschild für das Unternehmen, sollte dementsprechend dann auch ja, gut dargestellt sein. Der Text sollte das aussagen, was Sie auch anbieten. Und wenn das richtig umgesetzt ist, können Sie auch dann mit Ihrer LinkedIn-Seite sehr, sehr weit oben bei Google ranken für bestimmte Suchbegriffe. Also nutzen Sie relevante Keywords für Unternehmen. Das können Produkt-Keywords sein, aber auch Unternehmensnamen, die eingesetzt werden in einer bestimmten Frequenz im Infotext. Benennen Sie Video-Bilddateien, die Sie hochladen, korrekt. Und somit haben Sie schon mal einen ersten Schritt getan, nicht nur über LinkedIn gut gefunden zu werden, sondern auch über Google oder ich nenne es auch gerne mal dazu, Bing,
gefunden zu werden, wenn jemand nach Ihrem Unternehmen sucht und dann auch die LinkedIn-Seite relativ weit oben ist. Genau. Nummer zwei wäre, denken Sie bitte dran, dass wenn Sie den Aufwand betreiben, eine LinkedIn-Company-Page zu erstellen und da halt eben auch entsprechend Arbeit reinstecken, dass die gut läuft, dass das auch auf anderen Kanälen, die Sie halt als Marketing- oder Kommunikationskanäle gewählt haben, kommuniziert wird. Also das einfachste Beispiel, das naheliegendste ist, dass Sie auf Ihrer Unternehmenswebseite einfach, wie das Digital hier getan hat, die Buttons von den Profilen, von den Social-Media-Plattformen, die Sie betreuen, einbinden und dann kann man draufklicken und kommt direkt auf die jeweilige Unternehmensseite. Man kann aber auch von LinkedIn, wird so ein Plugin-Button zur Verfügung gestellt, also so ein Folgen-Button zur Verfügung gestellt, den man in die Webseite einbinden kann. Dann kommt man direkt, folgt man sogar, glaube ich, direkt der Webseite oder der Unternehmensseite. Also das können Sie zum Beispiel schon mal nutzen. Aber eben auch sowas wie die E-Mail-Signaturen Ihrer Mitarbeiter vielleicht so einstellen, dass da halt eben neben der Company-Page, neben der klassischen Webseite, die meistens immer unten drunter steht, auch noch die LinkedIn-Unternehmensseite als Link verbaut ist. Aber es gibt eben noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten in White Papers oder in Broschüren und so weiter. Weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Seite haben, dass da was passiert und es sinnvoll ist, Ihnen da zu folgen, weil man da halt eben ganz aktuelle News bekommt. Viele Unternehmen setzen dann halt auch drauf, dass sie halt zum Beispiel den News-Bereich auf der Webseite komplett beenden, was halt ja auch meistens viel Arbeit war, weil man in CMS arbeiten musste und das immer ein bisschen komplizierter war, da immer wieder aktuelle Themen einzupflegen. Dann kann man dann halt auch sagen, das Aktuelle macht man alles zum Beispiel auf LinkedIn. Dann muss man es nicht doppelt machen. Genau. Genau, dann etwas, das sieht eigentlich jeder, der gerade eine Unternehmensseite erstellt. Man kann Kontakte zum Follower als Follower einladen. Das wird sehr selten aus unserer Erfahrung genutzt, ist aber extrem wichtig und sinnvoll. Natürlich baut man Follower erstmal in seinem Kontaktkreis auf. Und hier habe ich die Möglichkeit wirklich gezielt, binden Sie auch gerne hier als Admins für die Unternehmensseiten, zum Beispiel Vertriebsleiter, die Geschäftsführung ein. Das dauert im Kern, also man hat am Anfang 100 Einladungen, das dauert vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde, wenn man sich vorher Gedanken macht, wen möchte man einladen. Und diese Stunde oder halbe Stunde ist aber sehr gut investiert. Wenn ich hier von den 100 Einladungen, sagen wir mal, nehme auch 90 diese Einladung an, dann habe ich schon mal 90 Follower für meine Seite aus einem sehr, sehr guten Kreis. Das Gute hierbei ist, das Kontingent, was 100 Gutschriften hat man am Anfang verfügbar, also 100 Einladungen, das Kontingent füllt sich wieder auf mit jeder angenommenen Einladung. Und das sollte man wirklich nutzen, um hier am Anfang auch wirklich qualitativ hochwertige Follower für die Unternehmensseite zu gewinnen. Ja, genau, also da bietet es sich wirklich an, dass man sich dann ein bisschen Zeit nimmt und raussucht, wer sind denn eigentlich diejenigen, wo wir uns sehr sicher sind, dass sie unserem Unternehmen folgen und dass man die als erstes erstmal nimmt, weil wie gesagt, das Guthaben wird einem dann wieder gut geschrieben. Also wenn 90 Leute von den 100 annehmen, dann kriegt man diese 90 auch wieder neu gut geschrieben und kann wieder neue Leute einladen. Wenn man da jetzt gleich anfängt, vielleicht Tim Höttges einzuladen, dann könnte es kompliziert werden, weil der vielleicht nicht jede Einladung sofort annimmt und dann ist eben dieses Potenzial verschenkt worden. Also insofern der Tipp von Nikolas total richtig. Schauen Sie, wer dann die richtigen Leute sind und machen Sie es vielleicht auch nicht ganz alleine, sondern binden Sie die Leute, die halt vielleicht bei LinkedIn schon sehr aktiv sind, mit einem persönlichen Profil wie Geschäftsführer, Vertriebsleiter und so weiter, damit ein. Machen Sie sie kurz zu Admins, wenn die nicht schon Admins sind und lassen Sie die halt auch mal 30, 40 Einladungen verschicken beispielsweise und teilen Sie das entsprechend auf. Genau. So kommen Sie nämlich tatsächlich innerhalb kurzer Zeit relativ schnell auf 1, 2, 300 Follower und dann haben Sie auch vielleicht dann relativ bald andere Möglichkeiten, die mit wenigen Followern noch nicht so möglich sind, zum Beispiel bei Analyse-Tools und so weiter. Genau, da sind wir nämlich auch schon bei dem Punkt Analyse. Also wie viele Plattformen auch, andere Plattformen auch, bietet halt LinkedIn die Möglichkeit, dass man sich Statistiken anschauen kann, wie die eigenen
wie die eigene Community aussieht, beziehungsweise auch wie die eigenen Beiträge gelaufen sind. Und ich habe hier auch ein Beispiel mal mit reingenommen von einem Kunden, mit dem ich zusammenarbeite. Und da sieht man dann halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt auf Ihrem Bildschirm lesen können, also wird dann halt jeder einzelne Post angezeigt, wann wer den veröffentlicht hat, also wenn mehrere Mitarbeiter Admins sind, wann der erstellt worden ist, wie viele Impressions der jeweilige Beitrag erzielt hat, also wie vielen Leuten wurde der angezeigt, wie viele Klicks gibt es zum Beispiel auf einen Link, der dann da angezeigt wird oder halt eben zum Beispiel auch Bilder, die Klickrate, dann können Sie die Reaktionen, also Kommentare und Likes sich anschauen und können daraus eben lernen. Und das ist eben so ein ganz wichtiger Punkt, den wir mitgeben wollen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die gute Ideen zum Thema LinkedIn haben. Also da finden Sie im Netz und vielleicht wird Ihnen das auch schon angeboten, ganz viele Menschen, die Ihnen sagen, wie LinkedIn am besten funktioniert. Aber schlussendlich läuft alles darauf hinaus, dass Sie eine ganz spezielle Zielgruppe haben und ein ganz spezielles Unternehmen sind. Und dass diese ganzen allgemeinen Empfehlungen nicht zwingend bei Ihnen hundertprozentig genau funktionieren müssen. Und das heißt, nutzen Sie diese Analysefunktion, indem Sie sich regelmäßig anschauen, wie die Beiträge in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten sich verändert haben und welche besonders gut liefen und welche nicht. Versuchen Sie herauszufinden, woran das vielleicht gelegen haben kann. Gibt es da irgendwelche Muster? Und passen Sie dann sozusagen Ihre Content-Strategie dementsprechend immer wieder ein bisschen an und entwickeln Sie sich da für sich auch persönlich weiter und folgen Sie nicht nur dem, was Sie irgendwo in der Fachliteratur lesen oder auf Online-Portalen lesen, wie es zu sein hat. Also da bietet eben LinkedIn auch viele Möglichkeiten, dass Sie dann nicht im Trüben fischen, sondern dass Sie da halt eben auch Fakten und Zahlen haben und dann halt Ableitungen treffen können. Genau, dann für uns ein sehr wichtiger Punkt, und wir sehen das auch bei größeren Kunden, ist, beziehen Sie Ihre Mitarbeiter ein. Das heißt, wenn Sie etwas posten über die Unternehmensseite, geben Sie es an die Mitarbeiter weiter in der internen Kommunikation, dass die Beiträge geteilt werden, dass geliked wird. Das ist extrem wichtig. Nutzen Sie die, es gibt eine Beitrag-Empfehlen-Funktion. Und zwar, das ist deswegen wichtig, es gibt hier einen sehr gute und auch für uns eine Statistik, die uns überrascht hat, beziehungsweise wenn man darüber nachdenkt, ist es gar nicht mehr so überraschend. Die Mitarbeiter haben im Schnitt 10-mal so viele Follower wie das Unternehmen selber. Das heißt, ich kann hier auf eine 10-mal so hohe Followerschaft zurückgreifen, wenn ich meine Mitarbeiter einbinde. Wir haben immer als Beispiel Microsoft und Bill Gates, der jetzt nicht mehr bei Microsoft ist, aber lange Zeit war. Bill Gates hat irgendwo 32 Millionen Follower, Microsoft selber nur 14 Millionen. Wenn Bill Gates jetzt hier etwas von Microsoft teilen würde, hätte ich direkt einen hohen Multiplikatoreffekt. Es ist auch so, dass einfach dadurch, dass ich Mitarbeiter einbinde, man kann ich das direkt über LinkedIn machen. Es gibt auch externe Tools. Es gibt sowas, es nennt sich zum Beispiel Everyone Social, ist ein Tool, wo ich auch Posts planen kann, die meine Mitarbeiter dann teilen automatisch. Das muss man immer schauen, wie da der Aufwand und Nutzen ist. Aber ganz wichtig ist einfach, dass man seine Mitarbeiter einbindet. In dem Fall, wenn Sie über 200 Angestellte haben, gibt es auch den Tab Ihr Unternehmen. Hier sehe ich, was meine Mitarbeiter posten und auch, was meine Mitarbeiter posten hinsichtlich, was oder im LinkedIn-Sprech, was trendet gerade. Das heißt, wie wird das angenommen? Welche Beiträge haben gerade extrem viel Reichweite? Und kann hier als Unternehmen natürlich nochmal mit dabei eingreifen. Und Mitarbeiter an sich geben einfach ein ganz anderes Vertrauensverhältnis ab, auch eine Community, also noch ein höheres Vertrauensverhältnis, als das ein Unternehmen überhaupt machen kann. Genau. Und vielleicht auch ein bisschen mit Blick in die Zukunft. Also bei allen Social-Plattformen war es ja so, dass sie halt, sobald sie anfangen, also es monetarisieren zu wollen, dass dann die Unternehmensthemen immer weiter nach unten geschraubt worden sind, gerade was organische Reichweite angeht. Und das ist eben bei LinkedIn sehr jetzt schon der Fall und wird wahrscheinlich auch so weitergeführt werden oder weiter vorangetrieben werden. Bedeutet, ein gleicher Post von Bill Gates beziehungsweise Microsoft, also dann wird halt einfach mehr Reichweite generieren, als wenn das halt eben Microsoft postet. Also eine Unternehmensseite wird einfach vom Algorithmus ein bisschen benachteiligt im Vergleich zu den persönlichen Posts.
Und insofern ist es wichtig, dass Sie da halt auch Ihre Mitarbeitenden mit einbeziehen und wenn Sie groß genug sind oder das halt eben vielleicht auch für sich festlegen wollen, dass Sie da so sogenannte Corporate Influencer aufbauen, beispielsweise 2, 3 Mitarbeiter, die sowieso schon Lust drauf haben oder gut aufgestellt sind auf LinkedIn, meistens der Geschäftsführer oder Vertriebsleiter, auch können aber auch andere Kollegen sein, dass Sie die halt einfach unterstützen, dass Sie da halt für Ihr Unternehmen sprechen, weil Sie dann halt einfach auch ein bisschen mehr Reichweite fürs Unternehmen generieren können. Punkt 6, sorgen Sie für Abwechslung. Also das ist, was wir Ihnen natürlich mitgeben wollen, vor dem Hintergrund, dass auch wir nicht permanent immer das Gleiche lesen und sehen wollen, wenn wir jemanden folgen, sondern da auch gerne mal überrascht werden. Und sind wir bei dem Punkt der vielfältigen Möglichkeiten, die LinkedIn da bietet. Ich habe jetzt hier den kleinen Screenshot drin, wo man sieht, was es alles für Optionen gibt, was für Content man einfach alles mit einbauen kann, statt einfach nur Text posten zu müssen. Also es fängt an, dass Sie natürlich klassische Fotos, Bildergalerien nutzen können, dass Sie Visuals erzeugen oder Infografiken, um halt einfach mal etwas ein bisschen anders zu machen, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Klassisch Videos einbinden, das können richtige typische Image-Videos sein, aber eben auch Handmade Statement-Videos, kurzes Intro einer neuen Software oder eines neuen Angebots, was Sie haben, wo man sich einfach hinsetzt, Kamera draufhält, das mitfilmt und dann hochlädt. Das ist da genauso sinnig und nötig und möglich wie eben das wunderschöne Image-Video. Und Sie können eben auch ganz klassische Dokumente, also vom PDF über Word-Dokumente oder PowerPoints einbinden, die dann halt auch als Slides angezeigt werden oder sowas machen wie Umfragen. Das funktioniert auch ziemlich gut auf LinkedIn. Also wenn Sie dann halt auch vielleicht genug Follower haben, können Sie sogar aus diesen Umfragen dann wiederum eigene Posts machen, weil Sie dann halt Ergebnisse generiert haben, die interessant sind für wiederum andere, wenn Sie sagen können, wir haben ja 100 Mal Feedback zu einer bestimmten Frage von Brancheninsidern und dann hat man wieder neuen Content beispielsweise. Also nutzen Sie diese vielfältigen Möglichkeiten, die es da gibt. Vielleicht nicht wild, sondern schon vor dem Hintergrund, was eben zu Ihnen passt. Aber schauen Sie sich diese ganzen Optionen an, die Sie da haben. Genau, zur Variation kommen wir gleich auch noch. Aber ein wichtiger Punkt, natürlich von uns auch aus einer Marketing-Sicht extrem wichtig. Wenn ich meine Marke präsentiere, soll ich das auch konsistent durchziehen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell. Überlegen Sie sich, und das, wenn Sie das noch nicht haben, wenn Sie das haben, natürlich noch besser, überlegen Sie sich eine CI, die Sie auf LinkedIn spielen können. Kann ganz einfach ein Rahmen sein mit Ihren Farben. Einfach der Wiedererkennungswert ist extrem wichtig bei LinkedIn. Aber geben Sie Raum zum Experimentieren, zum Ausprobieren. Nutzen Sie verschiedene Designelemente. Sie sehen hier auf der rechten Seite, wir sagen wir mal, nutzen andere Third-Party-Quellen wieder, wenn es um Statistiken geht. Genau, aber versuchen Sie immer irgendwo visuell konsistent zu sein, damit der Nutzer oder Ihr Follower auch weiß, es ist ein Beitrag von Ihnen. Genau. Und scheren Sie aber auch gerne mal an der einen oder anderen Stelle aus, wo Sie es anbietet. Also ein bisschen Humor kann auch mal nicht ganz verkehrt sein. Das kommt jetzt ein bisschen auf Ihre Unternehmensphilosophie an, aber im Fall von The Digital, die haben halt einfach mal ein ganz aktuelles Thema aufgegriffen, nämlich eine kleine Statistik zum Thema, wie der Verkauf von Jogginghosen und Anzügen sich 2020 in der Corona-Pandemie entwickelt hat. Da hat auch so ein bisschen das Logo angepasst entsprechend, also mal den Pinguin, mal die Hose ausgezogen und die Jogger an. Also da kann man auch mal ein bisschen auf die Humortaste drücken und dann halt auch in den Kommentaren versuchen, beispielsweise eine Diskussion anzuregen, wer denn jetzt eigentlich auf was steht und wer dann halt sich da wiederfindet oder wer trotzdem sich einen neuen Anzug gekauft hat, obwohl er den halt im letzten Jahr wahrscheinlich nie anziehen konnte. Also da einfach ein bisschen Mut beweisen und kreativ vorgehen und ja, was draus machen, damit man ja, dieses Engagement generiert auf der anderen Seite der Leserinnen und Followerschaft. Ja, Punkt 9, planen Sie Content, sehr banal, aber so habe ich eine Konsistenz drin, auch inhaltlich.
Es gibt verschiedene Regeln. Das muss jedes Unternehmen für sich selber irgendwo schauen. Wir haben hier mal zwei rausgeschrieben. Das ist die 411. Das heißt, ich habe 4 Posts mit Bezug zu anderen Quellen, anderen Personen. Ich habe einen Post zu einer eigenen Quelle. Das heißt, irgendwo einen Link zum Blogbeitrag, einen Link zu einer Webseite, einen Link zu meinem Produkt. Und einen Post eventuell zu einer externen Quelle. Ich linke auf ein Fachmagazin, wo ein Beitrag zum Beispiel über ein Produkt, was ich vertreibe, steht. Es gibt dann die 3-2-1-Regel, das ist 3, steht 3 Smart Posts, irgendwas Kluges, Gutes, was die Community anregt, 2 Proud, wo ich was über meine Firmenphilosophie oder mein Unternehmen mache und 1 Successful auch nochmal, wo ich schreibe, wie erfolgreich ich war, zum Beispiel diese Woche haben wir unsere Vertriebsziele überreicht, so in die Richtung, das machen auch große Unternehmen ja durchaus, wenn es um Umsatzziele geht. Best Practice ist hier tatsächlich von LinkedIn vorgegeben, deswegen 411, 321, 6 Posts die Woche. Das hört sich, wenn man jetzt sagt, man hat kein großes Marketing-Team, man hat kein Content-Team, erstmal viel an. Es geht aber auch nicht darum, immer nur uniken Content zu erstellen. Ich muss nicht jedes Mal wieder ein neues Bild raussuchen, meine CI anpassen. Man kann auch durchaus gerne andere Beiträge, die Reichweite haben, teilen. Das gibt übrigens eine schöne Funktion auch bei LinkedIn, die einem vorschlägt, hey, als Unternehmen könntest du diesen Beitrag teilen. Dieser Beitrag hat gerade passt zu deinem Produkt und hat sehr viel Reichweite. Hier kannst du mit aufspringen sozusagen. Es gibt dann für die Content-Planung auch extrem viele Tools von, also wir nutzen auch manchmal einfach ein Google Sheet oder ein Excel, bis hin zu Tools wie Hootsuite, wo ich wirklich täglich einen Content-Plan habe. Fanpage Karma ist ein Tool, in dem ich dann auch die Posts vorplanen kann. Das heißt, die werden dann automatisch an einem Datum gepostet, auch 2-3 Wochen im Voraus. Aber es ist gut, sich zu überlegen, was möchte ich wann posten. Man kann sich Sachen wie Feiertage, bestimmte Community-Tage, vor allem wenn man im IT-Bereich ist, gibt es irgendwie den 4. Mai für Entwickler und Star Wars-Fans gleichzeitig. Das haben wir sogar tatsächlich auch mal bei einem sehr großen Unternehmen als humorvollen Post gespielt, der sehr gut ankam, sehr viel Reichweite generiert hat. Solche Sachen kann man sich schon vorplanen und dann natürlich einzelne Posts unter der Woche. Hier würde ich vorschlagen, man nähert sich dem Ganzen langsam an. Man schaut, wie viel schaffe ich mit meinen Ressourcen, was kann ich erreichen und dann nähere ich mich langsam einem 5-6 Posts die Woche an mit Teilen, uniken Content, aber auch unterschiedlichen, was auch gerade Björn vorgestellt hat, unterschiedlichen Formaten. Genau, also vielleicht auch als Kernaussage tatsächlich, nicht nur über sich und ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen und was sie alles können posten. Das ist jetzt nicht eine neue Werbeplattform für Sie, sondern wenn Sie das richtig nutzen, es ist halt eben ein soziales Netzwerk, dann sorgen Sie dafür, dass Diskussion entsteht, dass Sie halt neue Entwicklungen einordnen, bestimmte Themen bewerten. Also wenn ein neues Microsoft-Produkt auf den Markt kommt und Sie dann einen Blick drauf werfen konnten, sagen Sie Ihre Meinung dazu. Aber eben nicht nur vor dem Hintergrund, was Sie jetzt können, was Sie tun und was Sie machen, sondern das ist wichtiger und das sollte halt einfach eigentlich einen höheren und Stellenwert haben als die Posts über Ihr eigenes Unternehmen, die Sie da machen. Was die Sache aber auch wieder ein bisschen Tick einfacher macht, weil Sie eben nicht immer selbst für News sorgen müssen, sondern es geht eher darum, dass Sie die entsprechend einordnen oder eben für zu Diskussionen anregen beispielsweise. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Thema. Das Planen ist wichtig und gut und hilft Ihnen wahrscheinlich auch so ein bisschen, um einen Rahmen zu haben. Aber andererseits, wie auch so oft, also auch schon früher am Stammtisch, wurde eben nicht über das geredet, was man sich letzte Woche ausgemacht hat, über was man reden will, sondern da wurde das geredet, was halt eben gerade ganz brandaktuell ist. Und so ist es in den sozialen Netzwerken eben auch. Das bedeutet, schauen Sie über die verschiedensten Möglichkeiten, die es da gibt, ob das RSS-Feeds sind oder ob Sie Google Alert nutzen oder irgendein Morning Briefing von irgendeinem Fachmagazin, das für Sie wichtig ist. Über was diskutiert die Szene, Ihre Zielgruppe an diesem Tag, was interessiert die? Und dann machen Sie da auch mal ganz spontan mal einen Beitrag zu und kommentieren Sie das oder stellen Sie das in die Runde und sagen Sie als Diskussionspunkt, was haltet ihr davon und ist das wirklich so, wie es da beschrieben ist und so weiter. Also versuchen Sie sich so einen Tag, ja.
Seien Sie authentisch. Also man muss nicht jedes Mal einfach sich dann auch wirklich eine Stunde damit befassen und dann den Text 10-mal überarbeiten. Seien Sie authentisch, wenn Sie was rausgefunden haben, teilen Sie das, schreiben Sie einen Post darüber und posten das. Das ist häufig besser als diese wirklich zu sehr darüber nachzudenken, wie und was ich jetzt gerade poste. Genau. Gut, dann wären wir mit den 10 Tipps durch. Da sind Sie aber jetzt irgendwie noch nicht viel weiter, weil selbst wenn Sie die Company-Page haben und vielleicht den ersten Beitrag, dann fängt die Arbeit ja auch tatsächlich erst an. Und da würden wir gerne nochmal auf die anderen Web-Tutorials aus der Serie verweisen. Also den ersten, da ging es ja eher darum, wie Sie persönlich so Ihr Branding auf LinkedIn hervorheben. Das wäre dann halt in unserem Fall so ein bisschen, wie kriegen die Corporate Influencer, beispielsweise Geschäftsführer oder Vertriebsleiter, Marketingmensch im Haus, wie kriegen die halt noch ein Gesicht und werden halt eben stärker auf LinkedIn wahrgenommen. Da geht's, das ist das Webinar von dem Björn Ratte. Und wir haben noch zwei weitere Themen, die wir Ihnen vorstellen wollen, nämlich wie die optimale Content-Strategie aussieht, also mit was für Themen, beziehungsweise wie bauen Sie die, gestalten Sie die, damit Sie da eine gute Reichweite haben. Wie funktioniert der Algorithmus? Was weiß man darüber? Wie kann man dem sozusagen entsprechen, um möglichst große Reichweiten zu generieren oder die Ziele zu schaffen, die man sich vornimmt? Oder was gibt es denn eben auch für Möglichkeiten über Werbemöglichkeiten, Boost-Möglichkeiten, Advertising auf LinkedIn, um die eigenen Themen zu spielen? Und im vierten Teil schauen wir uns dann eben den Sales Navigator als Vertriebstool genauer an und gehen da auch mal in das Tool rein, um Ihnen zu zeigen, falls Sie das eben nicht kennen und überlegen, ob Sie das vielleicht anschaffen sollen, weil das eben natürlich auch Geld kostet, was das alles kann und was Sie damit erreichen können, um halt die Entscheidung zu treffen, ob das sinnvoll ist für Sie ist oder nicht. Und damit wären wir durch. Thank you.